Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir haben hier zuletzt dem Typen geholfen, dessen Namen ich schon wieder nicht mehr weiß. Gehen wir doch mal in unsere Quest. Das Lied von Zagrell hatten wir. Nee, das haben wir gar nicht. Glaubenskrise war das. Genau, der Bruder Egan. Und den haben wir jetzt zurückgebracht, deswegen werden wir da auch gleich mal wieder hingehen. Verging Bruder Egan finden und so, dann. Ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt gleich zu Ende. Dann habe ich hier aber noch in unserem Inventar neue Sachen gefunden und zwar, nee, da ist das nicht. Wo ist denn das nochmal? Gegenstände, genau. Und na klar haben wir jetzt hier ein paar Sachen eingesammelt, die, ja, was weiß ich, das Silber und so Sachen, die wir in der Höhle gefunden haben zuletzt. Aber hier haben wir auch noch das Spinnennemo und ich weiß nicht, ob ich das schon gelesen hatte. Ich lese es mal bezüglich der Spinnen. Hughes, wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Das hatten wir doch. Das ist auch irgendwas von ganz am Anfang, ne? Genau, das Spinnennemo. Ich wusste mich jetzt nicht. Jetzt erinnere ich mich aber doch wieder dran. Das hatten wir. Aber ich dachte, ich hätte andere Schriftrollen noch gefunden. Du bist Finna, du Olle, die ich am liebsten eigentlich erledigen wollen würde, aber kann ich nicht, oder? Kann ich die angreifen? Ich finde die nämlich sehr unsympathisch. Ihr bringt den Säugling Egan am besten in seine Wiege zurück. Seine Mutter auf Alles. Nimmerwiedersehen. Ja, verzieh dich so. Lass mich nicht sauer werden. Schade, dass ich dich nicht angreifen kann. Hätte ich das mal gemacht? Egal, wir laufen mal hier hinterher. Ach, ist er da noch? Er wartet sogar noch. Alles klar. Oder können wir jetzt in Ruhe reden? Nee, ich soll ihm folgen. Dann machen wir das mal. Letztes Mal ging das ja nicht. Muss ich den Part beenden. Ja, ich bin hinter dir. Ich gehe auch wieder auf den Weg hier schön. Dafür ist er ja da. Lauf mal vor. Du willst hier lang? Nee. Wie läufst du denn? Ja, wir sind auf dem Weg zu deinem Brüderchen. Wo ist die Auch Ordnung, nicht die sie schon wieder. Mikaru uns gegeben hat? Ja. Ich sehe keine Ordnung in der Verschleierung der Wahrheit. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Mich auch. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Dann geht ihr wohl besser mal nach Hause. Wir können aber noch was über den Selkie-Schleier sagen. Ich weiß nicht viel über das Relikt, außer dass es angeblich von einem Feienmagier namens Aman der Gerissene hergestellt wurde. Aman ist ein guter Name, wenn auch Ja, nicht das ganz hatten so wir ja gut wie schon. Kasmaran. Dann geh mal besser nach Hause. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Schrecklich. Ja, tschüss. Dann auf bald. Komm, er hätte sich ja wenigstens mal bedanken können hier oder wie oder was. So, dann müssen wir jetzt. Wie, sind wir mit dir noch nicht fertig oder? Müssen wir zur Mission zurück? Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Habe ich Angst. irgendwas jetzt vergessen? Muss ich ihm irgendwas geben? Dann lebt wohl. Warum steht er jetzt hier noch? Ein Schön bei Mitaro. Ah. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet und dafür ist euch Sankt Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache, denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Dankeschön. Wir haben es allein der Gnade Mitaros zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist. Und natürlich hattet auch ihr euren Anteil an diesem Wunder. Die Wege der Obrigkeit sind mannigfaltig. Okay. Was hatte ich jetzt eigentlich bekommen? Ich weiß es gar nicht, aber da ist eine Kiste. Oh, warte. Das muss ich ja erstmal hier wieder aufzwirbeln. Und nehmen auch einfach mal alles wieder, was da drin ist. Wie gesagt, wir können den ganzen Plunder ja immer verkaufen, obwohl wir halt auch nur so ein gewisses Fassungsvermögen haben. Du hast im Moment keine aktive Quest. Ja, ich weiß. Ganz ruhig hier. Das haben wir also gemacht. Haben wir jetzt noch irgendwelche Nebenquests, die wir machen müssen? Reisende namens Penrikel. Was ist denn das jetzt hier? Eine Reisende namens Penrikel will, dass ich ihr den Ring eines Trolls beschaffe, indem ich eine alte Feinballade nachspiele. Dazu muss ich erst einmal 4 Antilopen töten und mir Trophäen. Okay, dann ist das wohl das, was wir als nächstes machen. Stimmt. Das war ja diese eine, die wir zwischendurch einmal jetzt getroffen hatten. Hier haben wir halt verschiedene Sachen und genau, ich wollte aber noch euch. Huch, welchen kann ich denn jetzt nehmen? Welchen nehme ich denn mal? Das sieht doch ganz gut aus hier, der hier. Nehme ich den. Ich glaube, der ist besser.
Die lasse ich drinne. Was wollte ich zeigen? Ich glaube, das ist genau unter Rüstung. Hier ist der Selkie-Steier, genau. Aber den können wir nicht nehmen, weil da rechts steht neben Refinesse Z-Kraft. Das ist Zauberkraft und davon haben wir nicht genug. Das wird uns hier gesagt. Wir brauchen etwas mehr Zauberkraft. Weiß ich also, was ich als nächstes irgendwie skillen muss, um den tollen Schleier hier zu tragen, den wir jetzt einfach mal behalten dürfen. Finde ich auch gut. Sind wir denn hier im Ruhehaus? Da waren wir auch noch nicht drinne. Wüsste ich, glaube ich, wenn wir hier drinne gewesen wären. Und dann kann man jetzt hier sich ins Bett legen oder kann ich hier die Truhe aufmachen? Aber ist ein Ruhehaus, da kann man sich jetzt hinlegen und schlafen. Kann ich hier mich nicht einfach reinlegen und pennen? Ist hier gar keiner, mit dem man reden kann? Einfach nur so ein Haus? Hallo? Keiner da? Wenn keiner da ist, dann kann ich auch was stehlen. Ganz doof. Okay, dann machen wir das mal. Ausnahmsweise. Oh, kaputt gegangen. Warte, da war's. Ah, oh, Mensch. Nun geh doch mal auf. Ich verballer hier meine ganzen Dietriche. Das ist mir zu blöd. Die gehen irgendwie nicht. Jetzt kann ich hier im Bücherregal plündern. Über das Trinken. Nee, das interessiert mich nicht. Na gut, dann... Ja, ich weiß auch nicht. Finden wir sie... Wie gesagt, wenn das ein Ruhehaus ist, hätte ich es cool gefunden, wenn man sich hier so aller Final Fantasy hinlegen kann und dann ist man regeneriert oder so. Aber eigentlich geht's ihr auch gut. Vielleicht kann man das ja auch, wenn es ihr wirklich schlecht geht. Aber da es ihr jetzt gut ging, ja, kann ich das nicht sehen. Hier haben wir das Reliquiar. Geh mal rein. Ist alles ganz interessant hier. Ich weiß nicht, wir sind hier irgendwie in so einer neuen Ecke. So, ich gehe mal hier runter. Hi, Bruder Delph. Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... Gibt es etwas, das ich... Kann ich... Jetzt aber nervös. Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Wer bist denn du? Ich gebe zu, meine Vergangenheit bestand aus Trunkenheit und fragwürdiger Moral, aus Frauen und Wein. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ohne meine Fehler hätte ich nicht zu dem werden können, was ich heute bin. Die Leute hier sind freundlich, aber auch misstrauisch. Sie vermuten, die Mission habe Geheimnisse. Und sie haben recht damit. Sie hat die Leere in mir gefüllt. Ein Verlangen, das ich mit Wein, Frauen und allem möglichen anderen zu stillen hoffte. Diese Mission gibt meinem Leben eine Bedeutung. Mhm. Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt... ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich könnte mich dem Roten ergeben, aber er würde mich nur töten lassen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, die Männer zu töten, die mit mir fortgegangen sind. Und das kann ich nicht machen. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Okay, ich werde mich darum kümmern. Auch wenn das nicht mein Krieg ist, was die andere Möglichkeit ist. Weil ich dann doch schon finde, dass das ein bisschen heftiger auch ist. Und das machen wir dann mal. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugna und Itran. Ugna arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam.
Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Dankeschön. Wo sind denn die anderen oder andere Deserteure? Ognar war immer an der Seite des Roten Todes. Er war seine rechte Hand. Aber unter seiner harten Schale war Ognar ein guter Mann. Gepeinigt von den Geistern seiner toten Frau und seinen Kindern. Itran hingegen steht nur Edward dem Roten selbst an Blutdurst nach. Er soll früher Justiziar gewesen sein, wurde aber wegen Brutalität im Amt entlassen. Seine Hingabe an den Gott Ynadon ist purer Fanatismus. Okay, Blutritual? Er ist ein Sakrament der Roten Legion. Wer ein Verbrechen begeht, muss dafür Buße tun. Entweder mit seinem Leben oder mit dem zweier anderer. Alles klar, wo sind die anderen? Ognar arbeitet für den Gasthof in Gorhard. Itran nennt sich der Schatten und raubt Reisende in Haxi aus. Okay. Lebt wohl, meine Liebe. Dann haben wir hier einen neuen Quest und hier haben wir wieder so einen Gemmenschleifen-Altar. Ja, okay, hier kannst du Scherben verbinden und so weiter, ich weiß. Aber ich hab nichts und kann nichts und was weiß ich, okay. Hier haben wir noch eine Truhe, ah, nee, die will ich jetzt nicht aufmachen, wir sind ja hier nicht allein. Und dann haben wir hier aber noch jemanden, der irgendwie anscheinend Hilfe braucht, kann das sein? Nee, das ist der Vater Dünnwill, den kennen wir ja schon. Fühlt euch bitte wie zu Hause. Mitarus Segen gilt allen Freunden der Kirche. Okay. Bin aber irgendwie irritiert gerade. Hier ist doch noch jemand. Nee, jetzt laufe ich falsch. Ist da irgendwas... Hä? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, Sammlung von Bruder Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von St. Odwig. Die Titel der verbliebenen Bücher legen nahe, dass Tills literarisches Interesse von allen anzüglichen und wollüstigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen und eine Belohnung zu erhalten. Okay. Für den Fall, dass wir längst überfällig. Ich will das ja nicht als Quest jetzt gerade nehmen. Bin immer noch eigentlich bei dem anderen. Das wollten wir machen. Wir müssen jetzt eins nach dem anderen abklappern. Ich gehe wieder raus, weil sonst kommen wir hier gar nicht voran und die Quests werden sich jetzt gerade häufen, nehme ich mal an. Muss also schon irgendwie einen Blick haben, ob ich jetzt alles annehme oder nicht, aber ich überlasse es mal euch. Ist es für euch, wie gesagt, immer noch okay? Ruhehaus hatten wir schon. Oder soll ich über so langsam jetzt mal dem Hauptquest wieder weiter folgen. Ich überlasse es einfach mal euch, weil mir ist es egal. Also ich mache auch gerne gerade weiter. Willkommen. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer... Ja, komm. St. Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Welche Kunde das sind Buch hier? Das Buch wird Feier. Unser sein. Ja, auch zu sabbeln, wenn ich das nicht will. Schwester Zelda, jetzt können wir hier mit ihr reden, will ich aber gerade gar nicht. Ich will ja eigentlich meinem Quest folgen. Muss ich dafür mit ihr reden oder warum werden die mir hier so angezeigt? Oh, ich will der nicht helfen, die ist doch komisch, die Uschi. Was ist mit ihm? Ach hier, Oddy Gray, okay. Was mit dir? Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Okay, können wir auch mit ihm wieder? Ja, Delph schickt mich. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Nö, aber kriegen wir hin. Spielt sein Spiel nicht mit, kämpfen wir darum. Wir reden später. Warum gebt ihr ihn mir nicht? Edward weiß, wo ich bin. Wenn er auftaucht, kann ich dem Tod nur dadurch entgehen, dass ich sein Messer immer noch habe. Okay. Wenn wir das einfach mal nicht mitspielen, was ist dann? Ihr habt recht.
Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugner Otgrai, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Also mit dem Überzeugen, das klappt ja im Moment ganz gut. Ich musste nicht mal drum kämpfen, alles klar. Gut. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Meine Vergangenheit ist ein finsterer Ort. Wenn man nicht vorhat, sich darin zu verirren, ist es besser, ihn nicht zu betreten. Okay. Gut. Das ist Aberwitz und das wisst ihr. So, dann habe ich das ja jetzt auch gemacht. Also muss ich doch mit den anderen hier reden. Machen wir mal. Ihr müsst an meiner Seite kämpfen, meine Liebe. Meine Sache ist gerecht. Ja, nicht mit dir. Welche Kunde bringt ihr? Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Okay, ich beschaffe das Buch für euch. Viel Glück. Muss ich das jetzt machen? Viel Glück. Ich möchte das jetzt nicht machen, oder? Soll ich? Ach, es ist so schwierig immer. Muss ich ihr dieses olle Buch holen? Oh, okay. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Na gut, ist ja ganz fair gesprochen. Wo ist denn das Buch? Die Brüder der Mission St. Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Alles klar, gut. Ich werde jetzt nicht immer alles mehr durchgehen, damit wir ein bisschen schneller sind. Und jetzt gibt's hier noch jemanden, wo ich hin soll. Du bist da hier um die Ecke, ne? Hier. Gisela. Mensch. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Campton könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Ach, nee, glaube ich eher nicht. Wer ist denn Campton? Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, okay, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Komm, mach dir mal nicht, ich werde ihn finden, ich bin nicht interessiert. Ja, ich werde ihn finden. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Campton freiwillig gemeldet. Obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Er ist tot. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Ja, ich bin hier. Ich fand diese Todesnachricht. Endlich können wir ihr sie geben und jetzt funktioniert das auch. Nein. Mir ist egal, was auf irgendeinem Papier steht. Das sind nur Worte auf einem Zettel. Sie bedeuten nichts. Ihr müsst die Wahrheit herausfinden. Ja, wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Auf der Straße, die nach Osten zur Küste von Rathir führt. Er wollte sich bei dem Posten in Didenhill verpflichten. Das ist Jahre her. Wie würde ich heute wohl auf ihn wirken? Oh, die Arme. Oh, das ist gemein. Lebt wohl. Ich helfe dir natürlich, aber ich gebe hier erstmal mein Bestes mit einem anderen Quest. Kriege ich mal irgendwie eine Hilfestellung, wie ich das am besten mache mit diesem Balladenkram, also Quest. So, ich bin eigentlich immer noch bei vergoldene Vergeltung. Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Die Antilopenköpfe, die muss ich halt irgendwo finden. Keine Ahnung, wo ich die finden könnte. Dann machen wir Schatten der Vergangenheit. Vielleicht wird mir das, genau, das wird mir wenigstens hier schnell angezeigt. Und vielleicht finden wir ja dann auf dem Weg diese Antilopengeschichten. Willkommen in Gorhard. Hi. So, wir sind ja auch schon wieder bei 19 Minuten. Ich gehe mal hier lang und hier so hoch. Das sieht ganz gut aus, aber auch ein bisschen gefährlich. Da sind ganz viele, dann laufe ich doch mal lieber da lang. Wie die da hinten stehen und singen. Wii, wii, wii.
Ja, irgendwie, ui, ui, ui. Die machen immer so süße Geräusche irgendwie. Ja, unser Schutzzauber, der geht hier langsam weg. Am besten, ich benutze sowas eigentlich, wenn ich mich auf den Weg mache und nicht, wenn ich da eigentlich noch rumlaufe. Aber irgendwie sind die dann doch immer so groß, die Spiele, dass ich, wenn ich was sehe, es gleich mache, weil ich halt weiß, dass ich ewig brauche, um wieder irgendwas zu finden, wo ich gar nicht weiß, wo das war. Und genauso wie hier jetzt. Also unsere Anfangsgegend, die kennt man so ein bisschen, aber alles andere kommt schon wieder so dazu. Und irgendwann ist die Karte immer so groß, dass man am besten auch diese Schnellreisemöglichkeiten benutzt, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, aber wir waren nicht lange hier, deswegen kenne ich mich nicht so gut hier aus. Oh, es wird aber auch langsam gefährlich hier, glaube ich. Wir sind jetzt hier auch in so einer ganz anderen Gegend. Vielleicht waren wir hier doch noch nicht, ich weiß es gerade nicht. Aber da ist doch ein Dorf. So, gehen wir hier auf den Pfad und dann gucken wir mal, dass wir den Quest lösen können. Naja, da ein Ort entdeckt, Adens Hütte. Okay, da war ich hier noch nicht. Wollen wir da einmal reingehen am Ende und dann machen wir den Quest halt im nächsten Part weiter. Oh, hey, hey. Interessant. Ihr seid absolut nicht das, was ich hier erwartet hatte. Tja, ihr habt Aden getötet. Was habt ihr erwartet? Ich hatte einen Trupp Tuater bis hierher verfolgt. Sie haben den Schicksalsweber getötet. Ich hatte gehofft, sein Leichnam könnte mir einen Hinweis darauf liefern, warum sie hier waren. Doch nun wird mir einiges klar. Sie hatten gehofft, euch anzutreffen. Mhm. Ihr denkt, es geht um mich? Ihr geht nirgendwo hin. Warum habt ihr ihn nicht gerettet? Wenn ich eingegriffen hätte, wüssten die Tuater jetzt, dass ich sie verfolgt habe. Dieser Schicksalsweber war es nicht wert, kostbare Informationen zu verlieren. Aber die Tuater sind noch immer dort draußen. Ich muss gehen. Ich bin mir sicher, wir werden einander wiedersehen. Schon bald. Macht euch auf den Weg. Okay, wer quasi? Ins Licht, okay. Was ist hier geschehen? Hey, ich weiß nicht. Aden ist tot. Wie ist das geschehen? Die Tuata haben ihn getötet. Hier war eine Frau. Es war wohl sein Schicksal. Was könnten sie hier gewollt haben? Warum sollten sie einen harmlosen alten Schicksalsweber töten? Sie konnten nicht wissen, dass ihr hierher kommen würdet. Ich meine, nun ja, der geizige Bastard war mir die Getränke einer ganzen Woche schuldig. Aber das bedeutet doch nicht, dass er es verdient hatte, ermordet zu werden. Ich hatte gehofft, es vermeiden zu können. Aber ich denke, ich werde euch nach Dellach bringen müssen. Was ist Dellach? Es ist ein geheiligter Ort für uns Schicksalsweber. Und einer, von dem ich mich lieber ferngehalten hätte. Ich hatte gehofft, Aden könnte euch dorthin bringen. Aber ich schätze, es ist wohl doch an mir. Es gibt keinen Grund, warum deshalb noch jemand ermordet werden sollte. Macht euch auf den Weg. Wir treffen uns dann dort. Sobald ich Aden angemessen bestattet habe. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Toten begraben habe, die ihr hinterlassen habt. Oh, oh. Aber ich war's nicht und ich weiß ja auch eigentlich gar nicht, ob es nicht doch die andere war. Ist natürlich blöd, irgendwie sich immer so auf eine Seite zu stellen, irgendwie ohne mehr Informationen zu haben. Aber sie war auch auf einmal weg, sonst hätte ich sie nochmal drauf angesprochen. Dann können wir hier den Schreibtisch plündern. Alte Briefe, Rechnung. Ich nehme das einfach mal mit. Anscheinend dürfen wir das ja auch. Berühmte Magier. Können wir ein bisschen lesen. Aber ob uns das so weiterhilft, das sehen wir im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann!